herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Wir gucken uns heute den Actros MP1 Megaspace an. Da gucken wir doch gleich mal, was wir hier alles verändern können. Führerhaus bleibt gleich. Wir haben verschiedene Chassis-Varianten. Wir haben sogar mal die 8x8 als Schwerlast jetzt hier. Haben jetzt sogar inklusive. Gut, wenn man ein Schwerlast-DLC hat, dann kann man das damit natürlich nutzen. So, dann 6x2 und alles mit dabei. Und hier haben wir nochmal 8x4, 8x8S und 8x4. Das sieht man von der Chassis, dass es ein bisschen höher sitzt. Ne? Wir bleiben beim 4x2. PS, man sieht es hier, man kann es gut erkennen. Hier kommt das V8-Logo, sobald wir über diesen 500 oder eher, ja, oder knapp an die 500 PS kommen, dann kommt hier dieses V8-Logo mit ins Spiel. Ne? Interieur, Original, MP1, alles mit dabei. Kann man gut sehen. Von den Lackierungen, ja, haben wir sämtliches dabei. Alles, was das Herz begehrt. Und natürlich auch die Metallic-Lackierungen. Ha? Da sind auch sogar schon einige damit dabei. Die sehen auch ganz schick aus, würde ich mal sagen. Ne? Also mir gefällt das zum Beispiel gut. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Und dann kommen wir auch schon zu unseren zig Anbaupunkten. Spoiler. Haben wir mit dabei. Interieurgardine. Auch in zwei verschiedenen Farben. Hier haben wir noch so ein Handtuch drin, was man sich runterhängen lässt, wenn man gerade frisch vom Duschen kommt oder was auch immer. Haben wir auch mit dabei. Interieurlicht, nehmen wir mal das rote. Bin auch gespannt, ob es funktioniert. Schauen wir mal. Lampenbügel, dann haben wir hier freie Auswahl. Und sogar ein Highbar. Aber ich glaube, wir bleiben bei der freien Auswahl mal. Ne? Das ist gar nicht so schlecht. Das finde ich ganz hübsch. Na, gucken wir doch mal. Wir haben hier sogar welche noch mit dabei, separat. Mal gucken. Gelbe. Wir nehmen natürlich die gelben. Zip. Und dann einfach bloß noch hier so eine Lampe ran und dann ist gut. Wollen wir es ja jetzt hier nicht übertreiben. Das könnte er dann selber machen. Ne? Trüten dran. Oh, die passt nicht ganz, oder? Passt die? Ja. Ah, gerade dass er. Nee, eigentlich passt sie nicht. Dann nehmen wir eine kleine Trüte. Hier auf der anderen Seite ist so. Passt schon. Das waren die Lampenbügel. Dann haben wir hier noch was. Ein paar Lämpchen. Da kommen wir auch schon zur Sonnenblende. Verschiedenfarbig. Hier Flak-DLC. Nicht am LKW, sondern am Spiegel dran. Auch ganz cool. Hier noch so ein Windabweiser hier für den Spiegel. Das ist dann in der Scheibe normalerweise, ne? Ja, so ein grüner Sonnendingsbums hier, ne? Kennt man ja. Aber das lassen wir weg. Bin ich so der Fan davon. Lass mal weg. So, die Spiegel. Plaste lackiert oder Chrom. Ja, Chrom, das lassen wir auch mal weg. Außenspiegel ist im Prinzip dasselbe Spiel. Ja. So, dann kommen wir auch schon. Gehen wir mal weiter. Hier ist alles im Interieur. Dann haben wir hier noch irgendwelche Fußballschals und so ein Zeug. Ja, brauche ich jetzt nicht hier. Ja, das lassen wir weg. Navi. Das ist im Interieur. Dann haben wir hier noch so, ja, Lackierungen, was auch immer, lassen wir es auch mal weg. Hier so die, ja, die funkeln ein bisschen, ne? Denn so diese Streifen da, die reflektieren. Da gibt es ja 97 und hier natürlich dann auch Plastik oder halt dann lackiert, wie man es halt dann gern möchte. Hier im Prinzip dasselbe. Und dementsprechend noch ein paar Lammbügel dazu. Alles mit dabei. Das haben wir jetzt heute mal lackiert. So. Hier haben wir diverse Kennzeichen. Kann man sich halt jetzt das Beste raussuchen. Ist wirklich alles mit dabei. Ist bestimmt auch skinfähig, weil die Datei, glaube ich, nicht verschlossen ist. Hier an der Seite haben wir, da nehmen wir mal die hier. Die sind vielleicht nicht ganz so dick. Dass man die hier nicht sieht, ne? Die sind ein bisschen, die gehen ja ein bisschen unter. Ja, dann lassen wir die weg. Die sieht man nämlich fast gar nicht. Jetzt haben wir hier noch Fockellampen. Und hier nehmen wir die. Das sind es welche hier, die zwei, ne?
Ja, dann nehmen wir einfach die. Zack. Hier haben wir noch so eine Abdeckung. Und hier noch mit Gitter oder ohne Gitter. Oh, machen wir ohne. Brauchen wir nicht. Auch lackiert. Das haben wir schon gezeigt. Dann haben wir hier noch das Bett, aber das machen wir im Interieur drin. Bewahrst du Standheizung? Seitenverkleidung dann auch dementsprechend lackiert. Was haben wir hier noch? Tank. Roten Tank, ja, oder einen grauen Tank. Was haben wir denn hier noch? Weil hier ist nämlich noch frei. Haben wir hier noch einen Anbaupunkt? Nee, hier ist keiner mehr, ne? Nee. Also hier kann man da nichts mehr hinbauen. Von hinten war es im Prinzip auch schon. Da haben wir sonst nichts mehr zu tun. Die Reifen sind jetzt hier mit dabei. Kann man auch dementsprechend sehen hier. Die sind dabei, Reifen und Felgen. Ja, sind mit am Start. Ich glaube, wir haben alles von außen gezeigt. Dann gehen wir doch mal ins Interieur hinein. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Das brauchen wir nicht. Die Cola-Dose habe ich von außen schon gemacht. Wir haben hier noch ein Dashboard. Da stellen wir noch ein Poppy rein. Wir haben diverse Slots zur Verfügung. Da kann man dann dementsprechend hier noch was hinpflastern, ne? Da haben wir auch noch was. Das, ach, das ist die grüne, aber das lassen wir mal weg. Das haben wir. Das ist jetzt anscheinend hier ja, irgendein DLC ist jetzt hier noch mit hinterlegt. Aber ja. Das ist mit dem Schal, Fußballschal gewesen, aber das lassen wir mal weg. Hier kann man dann dementsprechend noch, könnte mir vorstellen, dass es von Sizzles ist hier oder dann halt von JJ's Interieur Add-on, schätze ich mal, dass es hier hinterlegt ist. So. Und hier kommt jetzt nochmal das Bett, was ich vorher schon von draußen gezeigt habe. So, sieht ja schon ein bisschen schicker aus hier, ne? Guck mal, hier sogar eine Mikrowelle, ey. Und hier kann man sich dann das Handtuch runterhängen lassen, wenn man das möchte. Sieht ganz hübsch aus. Funktioniert soweit alles. Sieht auch ganz gut aus. LKW-Fahrer sitzt drin. Tröten gehen auch alle. Sieht doch schon mal ganz hübsch aus. Lichttest. Leuchtet. Sieht doch ganz hübsch aus, oder? Mit Interieurlicht funktioniert sogar. Und geht an, sobald man das Licht einschaltet, ne? So, dann testen wir mal, ob das Kabel DC auch funktioniert. Ich habe jetzt nochmal das Chassis gewechselt. Und das Kabel hängt dran. Das sieht doch schick aus jetzt hier, oder? Halt, stopp. Eieiei. Muss ich fast hier rüberfahren, das hilft fast nichts. So, als Schwerlastfahrer darf man das. So, kommen wir mal zum Fazit, zum Actros. Schön, dass wir viele Anbauteile haben und viele Möglichkeiten.
haben den LKW so zu gestalten, wie wir es uns wünschen. Vor allen Dingen auch oben von den ganzen Anbauteilen oben. Das ist ganz hübsch. Aber es gibt aber auch einen Minuspunkt zu erwähnen, denn dieses Kabel-DLC funktioniert nur, wenn ihr dieses Chassis hier habt. Denn beim 4x2 funktioniert es nicht. Da stimmt anscheinend in der Definition was nicht. Ich habe mich mit dem jetzt auch noch nicht so befasst, deshalb kann ich es euch nicht sagen, warum das jetzt noch nicht so funktioniert. Und er lenkt sich in dieser Variante ganz schön schwergängig. Als wenn er vorne in der Luft hängen würde. Ich kann einmal die Liftachse hoch machen und gucken, was dann passiert. Denkt er besser, dann habe ich wahrscheinlich die falsche, ja, ich habe die falsche Reifengröße am LKW montiert, deshalb, ja, da habe ich die falschen Reifen drauf, deshalb. Also von daher läuft er eigentlich soweit ganz gut, könnt ihr also gepflegt nutzen und damit spielen. Außer, wie schon gesagt, in der Version 4.2 funktioniert das Kabel-DLC nicht, also 4x2 Chassis-Variante, ne? Geht nicht. Hier schon. Finde den Sandmod auch ganz gut. Man läuft soweit echt ganz gut. So, dann war das auch schon von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Lasst ein Däumling da. Und in diesem Sinn, allzeit gute Fahrt. Bis bald. Macht's gut und ciao.